Ein ganz einfacher physikalischer Prozess ist das Mischen zweier Flüssigkeiten. Und diesen Prozess wollen wir jetzt einmal energetisch, einmal entropisch betrachten. Wir haben 2 Kilogramm Benzol mit 50 Grad Celsius, mischen das mit 4 Kilogramm Toluol von 20 Grad Celsius, bekommen dann eine homogene Mischung mit einer Temperatur zwischen 50 und 20 Grad und wir sollen berechnen, wie viel Enthalpieänderungen sich eingestellt haben und wie viel Entropieänderungen sich eingestellt haben. Wir zerteilen den Mischungsprozess in zwei Teile. Zunächst mal soll sich das thermische Gleichgewicht zwischen Benzol und Toluol einstellen und danach sollen sich die beiden Flüssigkeiten durchmischen. Für Zustandsgrößen, wie das die Enthalpie und Entropie sind, ist es völlig unerheblich, in welcher Reihenfolge und auf welchem Weg ein Prozess durchgeführt wird. Wichtig ist nur der Anfangs- und der Endzustand. Wir rechnen zunächst die Mischungstemperatur aus mittels der Grundgleichung der Kalorimetrie. Wir brauchen dazu die Wärmekapazitäten, die gegeben sind. 3,5 Kilojoule pro Kelvin für Benzol, 7 Kilojoule pro Kelvin für Toluol. Wir errechnen die Gleichgewichtstemperatur 303 Kelvin, sprich 30 Grad Celsius. Die Enthalpieänderung können wir aus der Temperaturänderung und der Wärmequantität ausrechnen. Für Toluol bedeutet das, dass die Enthalpie zugenommen hat, um 7 mal Delta T. Für Benzol bedeutet das, dass die Enthalpie abgenommen hat, um 3,5 mal Delta T. In jedem Fall ergeben sich als Betrag 70 Kilojoule. Toluol gewinnt 70 Kilojoule an Enthalpie, Benzol verliert 70 Kilojoule an Enthalpie. Bei dem nachfolgenden Mischungsprozess zwischen den gleich temperierten Komponenten haben wir keinen Enthalpieeffekt. Es handelt sich um eine ideale Lösung. Das bedeutet, weder die Enthalpie des Toluols noch des Benzols ändert sich. Und das heißt für den Gesamtprozess, dass sich die Enthalpie des Universums nicht ändert. Das muss auch so sein, denn wir haben den ersten Hauptsatz, der dies fordert. Lokal ändert sich die Enthalpie, Toluol gewinnt ein bisschen, Benzol verliert ein bisschen, aber global ändert sich die Enthalpie nicht. Das sieht anders aus bei der Entropie. Wir betrachten jetzt den Unordnungszustand, die negative Information bei den verschiedenen Prozessen und wir berechnen zunächst einmal den Temperaturangleich. Dazu nutzen wir die Gleichung Delta S ist Integral Cp durch T dt, welche direkt aus der Definition reduzierte Wärme der Entropie folgt. Wenn ich Cp als konstant ansehe, muss ich fürs Toluol berechnen 7 mal Logarithmus Endtemperatur durch Anfangstemperatur, erhalte einen positiven Wert für die Entropie. Das Benzol verliert Entropie. Und diese beiden Beträge sind nun nicht gleich. Das Toluol gewinnt 235 Joule pro Kelvin der Entropie. Das Benzol verliert 224 Joule pro Kelvin. Schon dieser Temperaturausgleich ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtentropie des Universums zunimmt. Der zweite Hauptsatz fordert dies. Beim Mischen der gleichtemperierten Komponenten haben wir eine weitere Zunahme der Gesamtentropie. Und zwar nimmt sowohl die Entropie des Toluols zu. Toluol wird verdünnt auf ein deutlich größeres Volumen. Benzol wird auch verdünnt auf ein größeres Volumen. Und wir erhalten in beiden Fällen eine Zunahme der Entropie. Insgesamt hat die Entropie des Universums um 391 Joule pro Kelvin zugenommen.